Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich krieg das Herzlicht kriege ich nie raus morgens. Meine Zunge ist noch zu schwer. Keine Ahnung. Ich habe heute Morgen Sattel und jetzt um, hänge die Dreiechse drauf, fahre dann und lade dann hier im Hof einen 14-Tonner. Der geht dann nach Völklingen. Und wenn ich da leer habe, fahre ich runter nach Ramsen und hole den nächsten 14-Tonner. Ich nehme an, den fahre ich nach Hause. Keine Ahnung. Wie gesagt, jetzt gehe ich erstmal absatteln bzw. umsatteln. Erstmal mache ich noch das Handy an. Und dann mache ich mir das heute Morgen. Dann werde ich mit guten Morgen zu tun haben. Heute beginnt ja die Schulung. Abrissschulung. Abrissbaggerfahrerschulung. Vielleicht fahren wir da noch irgendwas hoch. Müssen wir mal gucken. Irgendwann aus, weiß nicht, was
aufgenommen hat, ob sowas aufgenommen hat. Weiß nicht, ob es an war. Krieg's auch jetzt nicht an. Keine Ahnung, was los ist. Irgendwas haut nicht hin heute Morgen wieder. Wird doch nicht kaputt sein. Wird doch nicht kaputt sein. Moment, muss noch mal gucken. Hängt sich manchmal auf. Weiß nicht, wer eine GoPro hat, das Problem vielleicht kennt. Meistens nach dem Abziehen vom Ladegerät. Ziehst du ab und dann hängt sich die Kamera auf. Beste ist immer während dem Laufen. Das Radio läuft wieder. Während dem Laufen tut sich nichts. Tut sich nichts. Ich werde sie mal laden lassen. Ob sie ladet. Akku hat eigentlich mehr als halb voll gezeigt. Also hätte er müssen mindestens eine halbe Stunde aufnehmen oder so. Naja. Egal, es ist, wie es ist. Der gute Wille zählt. So, also Lenkkeil habe ich ja auch noch mal eine Seite nach oben gedreht, quasi von der Schraube. Ging trotzdem noch recht leicht zu. Ja, ich vermute, ich kann noch mindestens eine Viertelumdrehung weiterdrehen. So, getankt habe ich am Freitag, das passt alles. Das passt alles, muss ich nichts machen. Da links ohne im Werk stand unsere Brecherkolonne. Monatelang. Vielleicht lade mir hier auf der Straße ab. Aber auch noch eine Zufahrt in die Baustelle. Was halt nicht, wo der Bagger gebraucht wird. Ich halte der seltsam heute. Keine Ahnung.
So, jetzt gibt es gleich hier vorne eine Zufahrt. Da hinten dran. Steht die Bedung nicht drin. Alter Schwede, ey. Weiß gar nicht, ob ich da oben dran noch hinkomme. Auch momentan niemanden. Ich werde einfach mal wieder da oben auf den Parkplatz fahren, auf den ich immer fahre, wenn ich hier reinkomme. Er steht hier drin. Und da hinten kann ich auch nicht mit drehen. Ne? Da steht alles voll mit Autos. Besser rückwärts rein. Ach, egal, ich fahre da jetzt rein. Die sind ja da, die Jungs, die helfen mir rausfahren. Die helfen mir rausfahren. Normal fahre ich immer hier neben drauf. Da hinten parken jetzt Autos, da kann ich gar nicht mehr drehen. So, ziehen wir noch den Bauzaun ein bisschen auf. Oder vielleicht komme ich so raus. Nein, mach. Kann schon tief gehen. Könnte wahrscheinlich auch durchfahren da vorne, aber ich weiß halt nicht, ob ich dann ohne aus der Baustelle rauskomme. Das weiß ich halt nicht. Geht doch. So, gut, einmal. Oh, das ging aber schnell. Jetzt fahren wir rüber nach Ramsen. Wobei ich auch nicht weiß, in Ramstein werden Bagger, glaube ich, auch fertig. Vorerst. Aber wohl, auf meinem Plan steht Ramsen und dann fahre ich jetzt auch da runter. Alles gut. Thank you.
blinkt es hier wieder rot. Jetzt kommt hier wieder Strom, ne? Ich weiß nicht, was das ist manchmal. So, ich habe gerade die Level abgeladen. Jetzt verbindet kein Telefon. Also, es ist echt seltsam manchmal. Gucken, hier fährt gerade einer von unseren Traktoren. Dann komm, ich kann da hin rumfahren. Das geht. Lade ich den 914 hier wieder ab. Die können eigentlich heute Morgen direkt runterfahren, hätte den können laden. Ne? Und den nach Völklinge bringen. Egal, alles gut. Dann vermutlich fahre ich nach Ingelheim runter und hole den A29. Aua, den A29, der da noch steht. Ich gegen 3:30 wieder hier sein, dann eventuell lade man noch die KMC vor. Das weiß ich nicht genau, der wird morgen gefahren. Stand jetzt. Ja. Gucken wir mal. Ja, den Bagger ab, stell den daneben rein und dann. Das laufe ich mal hoch. 14 Uhr. Ich bin auf dem Weg nach Ingelheim runter. Die Baustelle außerhalb von dem Pharmabetrieb, Pharmaunternehmen. Da steht ein A29 Mobilbagger und den lade ich jetzt und den bringe ich auch nach Hause. Dann eventuell, mal gucken, was die Zeit sagt, eventuell laden wir noch die KMC vor. Wäre mir recht, wenn das noch klappen würde. Ich muss morgen früh mal ein bisschen früher losfahren. Komme ich da rein? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch, dass ich da rein komme. Steht ein Sperrschild. Wenn nicht, ich kann hier vorne bestimmt stehen bleiben irgendwo und kann mir den Bagger rausholen. Schnecke mal langsam. Und kann mir den Bagger rausholen da hinten drin irgendwo. Oder da ist. Ja, oder. Ja. Alles gut. Ist da hinten der Kram wieder weg? Weiß ich nicht. Oh, ich fahr 11. Skandal. So, irgendwo da vorne, wo das Strabag-Bus hier steht, da müsste ich eigentlich rinfahren, ne? Oder? Ne, hinten dran. Könnte ich hier wieder rausfahren. Da hinten steht der Bagger, ich sehe ihn. Gut. Gucken, ob ich da noch hinkomme. Infahrt recht schmal gemacht, ne? Ja, sollte passen. Sollte passen. So, wie gesagt, da vorne, da hat nur eine Level dabei, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Schmeiße ich den drauf und dann geht es direkt weiter. Alter. Böse in Mitleidenschaft gezogen, das Ding.
böse in die Leidenschaft gezogen. Na ja gut, schauen wir mal. So, ich bin im Hof, stehe hier gerade am KMC. Hier vorne, was man es erkennt, links, wo der Löffel auf dem Boden steht, steht der kurze Arm, der Erdbauarm. Und da rechts nebendran steht der Longfrontarm. Den wollte ich heute Abend eigentlich noch laden. Aber das mache ich jetzt nicht mehr. Weil, bleibst du stehen, weil ich müsste alles wegräumen. Machen wir morgen früh. Morgen früh sind zwei, drei Helfer dabei. Dann machen wir das so. Ich hätte es gerne noch gemacht heute Abend, aber gut, egal. Ist jetzt halt so, wie es ist. Lade jetzt noch den Radbagger ab. Ziehe gleich noch aus. Muss 1,50 Meter ausziehen für den Longfrontarm. Ich weiß nicht, ob das reicht, ob ich da dran käme. Gut, ich könnte den Arm kurz dranhängen, könnte ihn hochheben, könnte ein Stück auf die Seite legen, der Erdbauarm. Das könnte ich vielleicht machen, dass ich dann an den großen Arm dran komme.
Also die Arme haben wir beladen. Lieber Arm dran als Arm ab. Gut lädt. Jetzt sattel ich um. Ja, ich nahm mich ja an. Stelle ich den hier ab. Der Arm. Die Hose, dann fahre ich. Hänge ich mein Vierer drauf und lade ich die Backe. Und dann. Und dann fahren wir jetzt die Backe raus nach Mannheim. Der Kollege wird auch da sein bis dahin. Da fährt erst noch zwei Container weg oder drei, ich weiß es nicht, oder vier, ich habe keine Ahnung. Sorry. Ach, nee. Kommt die Scheißfliege da schon wieder her? Zu. Skandal. So, stellen wir hier her, satteln hier ab. KMC, sondern ich fahre jetzt hoch in den Hof, Laden 29, Gummikettenbacke, der müsste noch da oben stehen. Dann fahre ich den nach Völklingen und von Völklingen den 914 bringe ich dann wieder mit nach Hause, der ist kaputt, keine Ahnung. Auf jeden Fall mache ich das jetzt zuerst. Eine hier steht noch in 29. Der war in der Werkstatt. Der müsste hier noch stehen. Wo steht denn der? Ach, hopp. Steht ja noch in der Werkstatt. Steht noch in der Werkstatt, ha? Augenblick. Andersherum? Stand doch gestern andersherum, oder? Keine Ahnung. War ich gestern überhaupt hier? Doch, ja. Gestern war Montag, ja. So, ich denk gerade wieder laut. Zumindest versuche ich es. So. Jetzt denke ich laut, weil. Offen gewesen.
schon. Da habe ich hoffentlich die richtige Fernbedienung. Wenn der andere Tieflader, ja, das Licht geht mal an, also passt das. Weiß nicht, ob ich hier hin hochkäme. Ich denke, also raus käme ich mit Sicherheit nicht. Als wir heute kein Beton gefahren hier. Nicht mehr. Steht einer hinten dran. Guck, ob ich da durchkomme. Kommt gerade ein Radlader hier angebrettert. Er fährt doch hin. Gut. Hofft, dass ich da rauskomme dahinter. Also Durchfahrt ist möglich, aber ob ich halt mit meinem Auto da durchkomme. Das weiß ich nicht. Ist auch ein ganz hoher Absatz. Das heißt, ja, Absatz ist eine Kuppe. Schauen wir mal. Ob das klappt für mich. Ja, sieht gut aus hier. Die Ausfahrt unten sah mir relativ eng aus. Hier hinten drehen. Immer nicht muss ich hier hinten drehen. Immer nicht muss ich hier hinten drehen. Ich weiß nicht, ob ich es wagen soll oder nicht. Ob ich das wagen soll oder nicht. Links ist auf alle Fälle ein Bordstein. Schöne Reifenschlitzer, ne? Gegenüber steht keiner. Versuch macht klug. Heb mal hoch. Sollte passen, doch sollte gehen. Ich kann, wenn da vorne jetzt einer parken würde, wäre es bescheiden. Bescheiden eher. Aber so sollte das normalerweise passen. Ich lenke noch nicht mit, jetzt lenke ich mit. Jetzt lenke ich rüber zu mir. Jetzt bin ich ja schon raus. Okay. Okay. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ja.
weg. So, also. Kühlung an dem Bagger hier ist kaputt. Wenn er 4-5 Minuten läuft, läuft er heiß. So, Monum. Erwischt, ja? Der ist wirklich heiß, ja. Oh, da warte ich schon die ganze Zeit drauf. Das ist nicht der Herr, sondern ich ziehe gerne so sehr geil. Da warte ich schon die ganze Zeit drauf, bis ich mal in der Abraham. Das ist nur Ding gemacht, Läbelchen ist er. So, Alter. Das geht noch. Schmidti, guten Tag, Faulenzer. Ja, ja, hi. Wenn ich dir denke. Guten Tag, arbeitswütendes Volk. So, wo fahren wir denn hier? Wo können wir denn hier fahren? Ich glaube, du musst von dir aus hier links oder? Natürlich nicht mehr an der Badstelle vorbeikommen, ne? Ja, also weiter. Hinten kannst du rum, hinten kannst du rum. Ist so weit? Ja, ja, ist weiter. Oh, das setze ich jetzt nicht auf daneben. Das sieht gut aus. Hinten kannst du rum, hinten kannst du rum. Das ist gut. Ja, ich bin da vorne über die Bushaltestelle-Dinge da über die Weise. Ich müsste da wieder fahren. Okay. Der beide verfahren oder eine? Ja, kann das noch nicht sagen. Also ich sehe da im Moment noch nichts. Ja, ich bring
Und Stelle abgeladen. Jetzt fahre ich nach links. Der Kollege fährt ein Stück vor. Aufs Festland. Gut, jetzt machen wir noch den Arm dran wieder und laden noch ab und dann haben wir halb fünf oder so und dann fahren wir heim. Reicht. So, dann Klima. Morgen haben wir es. Falls noch der Arm raus. Der Longfrontarm vom KMC. Mehr weiß ich leider noch nicht. Mehr weiß ich leider noch nicht. Gestern ist einiges gefahren worden. Was ich heute machen sollte, normalerweise, ja, aber das ist halt. Wie gesagt, das wird alles gestern schon gefahren. Schauen wir mal, was es noch gibt heute. Ich kann leider echt nicht mehr sagen.
So, ja, nicht immer ganz so einfach. Wenn man etwas nicht oft macht. Ja, ich habe schon ein bisschen Respekt davor. Oh, nee. So, das habe ich auch wieder zusammengeschoben, ohne zu fragen. Dann ist es meistens so, dass ich jetzt wieder was fahre, wo ich ausziehen muss. Meistens so, egal. Dann ziehen wir halt wieder aus. Ja. Mache jetzt aber Schluss für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, wäre es schön, wenn ihr mir ein Like und ein Abo da lasst. Vielleicht ein schöner, netter Kommentar. Ja, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund, habt Spaß, haut rein. Bis denn. Tschüss.